Tag gesagt und hallo YouTube. Diese Woche zeige ich euch mal, wie ihr ein Bootfiltersystem auf der Grundlage eines tschechischen Lufthebers selber bauen könnt. Wenn euch das Prinzip und der Bau eines tschechischen Lufthebers interessieren, dann klickt unbedingt auf die Infobox oben in der rechten Ecke. Ich benutze dafür ein PVC-Rohr mit 25 mm Durchmessern und 92 Grad Verbindern. Das erste Rohr säge ich auf eine Länge von etwas unter 50 cm und bohre 22 Löcher mit einem 5 mm Bohrer in einer Reihe. Alle Bohrlöcher werden später mit Schleifpapier entgratet. Auf der gegenüberliegenden Seite bohre ich weitere 22 Löcher. Das zweite Rohr, auch 25 mm Durchmesser, wird auf ca. 10 cm Länge gesägt und mit den beiden 90 Grad Winkeln verbunden. Im Hintergrund seht ihr schon die Druckkammer. Ein 35 mm Durchmesserrohr, etwa 5 cm lang und mit einem Bohrloch 5 mm angebohrt. Etwa 3 cm vom unteren Rand des zweiten Rohres bohre ich zwei Reihen mit einem 1 mm Bohrer, jeweils 30 Löcher pro Reihe. Ich habe auch hier alle Löcher mit Schleifpapier entgratet und nochmal nachgebohrt. Die 60 Löcher haben einen Durchmesser von 1 bis 1,4 mm. Über den zwei Bohrreihen klebe ich die angesprochene Druckkammer, hier mit Aquariumsilikon. In vorherigen Projekten habe ich auch schon einmal Tangit verwendet zum Verkleben. In das Bohrloch der Druckkammer verklebe ich später den Standard 4/6er Aquarienschlauch. Dann habe ich noch zwei Saugnäpfe mit Kabelbindern präpariert, um den Luftheber später stylisch an der Seitenscheibe zu befestigen. Als Auslauf habe ich ein drittes 25 mm Rohr auf 5 cm abgesägt und im 45 Grad Winkel abgeschrägt, hier im oberen Winkel gut zu erkennen. Die Saugnäpfe mit Kabelbinder fixiert an den beiden 90 Grad Winkeln und die Druckkammer mit eingeklebtem Schlauch innen die 60 Bohrlöcher. Und hier das Ansaugrohr mit den 5 mm Bohrungen. Der Kater übrigens wurde von mir im letzten Video als Katze bezeichnet und möchte in Zukunft bitte wieder Herr Kater genannt werden. Der Kater hat hier also alles nochmal überprüft und möchte jetzt wieder gefüttert werden. Das Ansaugrohr und den unteren Winkel verklebe ich jetzt mit Aquariensilikon mittig im Becken. Das Silikon nach Herstellerangaben durchtrocknen lassen und jetzt kann der Luftheber installiert werden. Fertig für den ersten Testdurchlauf, in dem Fall mit einem Eimer und normalem Leitungswasser. Als Pumpe verwende ich eine Eheim 400. Diese Pumpe hat Vor- und Nachteile. Aufgrund der geringen Lautstärke ist es aber hier in diesem Projekt meine erste Wahl. Und wie ihr sehen könnt, funktioniert der Bodenfilter einwandfrei. Hier die typischen kleinen Bläschen eines tschechischen Lufthebers. Wenn ihr wissen wollt, wie ein tschechischer Luftheber funktioniert und gebaut wird, dann checkt einfach die Infobox. Rechts hinter dem Luftheber sieht man hier kleine Bläschen aufsteigen. Der Luftheber war noch nicht ganz dicht. Mir war es sehr wichtig, den Luftheber in solch einem Fall leicht ausbauen zu können. Das funktioniert in diesem Falle auch sehr gut, sogar einhändig. Den Luftheber habe ich neu verklebt und jetzt ist alles 100%ig dicht. Wie ich das Aquarium einrichte und einlaufen lasse, seht ihr in einem meiner nächsten Videos, also bleibt auf jeden Fall dran. Was ich euch schon zeigen möchte, ist das Zeolit. Mit einer Körnung von 6 bis 10 mm schützt es den Bodengrund davor, angesaugt zu werden. Außerdem filtriert es Schadstoffe aus dem Wasser.
Sollte euch hier gefallen haben, was ihr seht, dann denkt unbedingt daran, meinen Kanal mit einem Daumen zu unterstützen. Ich sage hier schon wieder Danke fürs Zuschauen, klickt einfach mal wieder vorbei und bis zum nächsten Mal.